Merhaba und hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es schon, glaube ich, anhand des Titels schon gelesen. Heute wird es nämlich türkisch und ich persönlich, ich liebe türkisches Essen. Grundsätzlich die türkische Küche ist eines meiner Lieblingsküchen. Ich zeige euch heute gleich drei Gänge. Ich mache eine Vorspeise mit euch, einen Hauptgang und für den süßen Zahn gibt es natürlich auch eine Nachspeise. Und was hätte es sein können als eine klassische Linsensuppe, Mercimek Çorbası. Hierfür werde ich jetzt einfach Olivenöl in einen Topf geben und jetzt darin die Zwiebeln anrösten. Ich will ja so ein bisschen Geschmack reinbringen. Es sollen hier etwas Röstaromen entstehen. Die wollen wir ja natürlich mitnehmen. Den Knoblauch werde ich jetzt auch noch so klein schneiden und direkt mit hineingeben. Die Linsen vorher natürlich waschen, um die Linsen so ein bisschen von dem ganzen Staub und so zu befreien. Die Möhren, das ist eine ganze große Möhre. Dadurch, dass es jetzt hier alles schön klein gewürfelt ist, müssen die natürlich auch nicht so lange garen. Die Kartoffeln, ich werde die jetzt noch ein bisschen sieden. Paprikamark und Tomatenmark. Wenn ihr kein Paprikamark habt, könnt ihr nur Tomatenmark nehmen. Das Paprikamark bringt noch ein bisschen Würze mit rein. Ebenfalls mit hineingeben und mit anrösten. Tomatenmark ist der natürliche Geschmacksverstärker. Jetzt gebe ich hier die Linsen hinzu. Und das Wasser. An dieser Stelle würze ich jetzt auch Kreuzkümmel, Pfeffer und Salz. Das hier auch hinzufügen. Die Suppe lasse ich jetzt hier für 20 Minuten noch vor sich hin köcheln. Jetzt werde ich das Dessert zubereiten. Und zwar werde ich jetzt hier einmal Gulasch machen. Das ist ganz typische Ramadans-Nachspeise. Gulasch sagt ja eigentlich auch der Name. Soweit ich weiß, heißt es in Rosenessen sowas in der Richtung. Korrigiert mich bitte. Und zwar sind es hier diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Diese Blätter. Gulaschblätter, sage ich jetzt einfach mal, die bestehen aus Mais- oder Reisstärke meistens. Und die werden halt geschichtet mit Nüssen eurer Wahl befüllt und dann nochmal mit weiteren Blättern halt quasi abgedeckt. Und das Ganze wird natürlich mit so einer aromatisierter Milchmischung getränkt. Diese Milchmischung, die wird aromatisiert mit im meisten Fall mit Rosenwasser. Da ich persönlich kein großer Fan von Rosenwasser bin, werde ich das Ganze mit Vanille aromatisieren. Heißt dann aber jetzt nicht wahrscheinlich Gulasch, aber wie dem auch sei. Ich werde hier zuallererst die Milch nicht aufkochen, sondern ganz leicht erwärmen, damit der Zucker darin schmelzen kann. Und zwar gebe ich hier die Milch komplett in meinen Topf, füge Zucker hinzu. Die Milch überhaupt nicht, also die soll möglichst lauwarm werden. Nur so lange umrühren oder beziehungsweise erwärmen, bis der Zucker sich quasi aufgelöst hat. Das ist quasi jetzt unser Ziel. Und zum Schluss werde ich dann noch Vanilleextrakt hinzufügen. In diesem Schritt geht es jetzt einmal ans Schichten. Ich werde jetzt hier Blatt für Blatt, jeder macht es glaube ich unterschiedlich, zunächst einmal in die Milch eintunken und dann im Anschluss einfach in die Form schichten und einlegen. Und der Rest ist eigentlich selbsterklärend. War eigentlich hier nur Walnüsse zu nehmen. Ich habe aber jetzt in diesem Fall gehackte blanchierte Mandeln, die ich vorher so in der Pfanne angeröstet habe, und Walnüsse gemischt. Dadurch, dass ich jetzt hier nicht so genügend Walnüsse hatte, habe ich gesagt, komm, mische ich das. Ihr könnt aber auch nur Walnüsse nehmen oder nur Pistazien. Also wie gesagt, Nüsse eurer Wahl. Ordentlich hier drüber streuen und fahre jetzt einfach mit den restlichen Blättern fort. Jetzt
Jetzt gebe ich hier die restliche Milch komplett. Das wird gleich von den ganzen Blättern noch nachher aufgesogen. Das gebe ich jetzt in den Kühlschrank für circa 2 Stunden, also mindestens 2 Stunden. Lass es gut durchziehen, bis alles schön kalt ist und zum Schluss wird es einfach dann noch dekoriert. In meinem Hauptgang werde ich Alinazik herstellen, ein wunderbares Gericht aus Südostanatolien. Es ist ein Gericht mit geräucherten Auberginencreme und darauf drapiert ist eigentlich traditionell Lamm. Ich werde heute Kalbfleisch nehmen und dann mit einer wunderbaren Paprikabutter beträufeln. Also ein traumhaftes Gericht. Zuallererst werde ich hier mein Fleisch marinieren. Da werde ich jetzt einfach etwas Olivenöl hinzugeben. Und an Gewürzen habe ich hier einfach nur Salz, Pfeffer und Paprika, mehr nicht. Und das knete ich jetzt hier gut durch. Das lasse ich jetzt noch für circa eine halbe Stunde, bis eine Stunde könnt ihr das auch ruhig ziehen lassen. Ich stelle das jetzt einfach mal beiseite und in der Zwischenzeit werde ich die Auberginen für meine Joghurtsoße vorbereiten. Dafür einfach die Aubergine nehmen, so wie sie ist, und hier mit dem Messer einstechen, auf ein Küchengitter legen. Was natürlich ideal ist, wenn ihr die Auberginen so auf offener Flamme oder auf Feuer röstet. Die gebe ich jetzt in den Ofen auf Grillfunktion für ca. 40 Minuten. Die Auberginen sind jetzt schön durchgegart. Solange die noch warm sind, müssen die auch geschält werden, weil sonst wird es nachher schwierig. Und ich ziehe jetzt einfach vorsichtig mit den Fingern, nicht verbrennen, da müsst ihr vorsichtig sein. Nehmt am besten dafür auch eine Gabel oder einen Löffel und schält die Aubergine einfach so herunter. Was ist, wenn man keine Grillfunktion im Ofen hat? Dann Ober- und Unterhitze bei 230 Grad. Ohne Umluft? Ohne Umluft, genau. So, die erste ist, oh, ist heiß. Also gut geschält. Ja, ich sag ja, also solange die hier noch warm ist, beziehungsweise heiß ist, geht das. Und sobald die kühl werden, wird es schwierig. Insofern muss man hier jetzt auch schnell arbeiten. Was machst denn du da so an Ramadan, Wissam? Was kochst du denn so gerne? Also probierst du aus auch? Ja, natürlich, ich probiere dein Rezept. Ha, siehst du? Ja, also bei uns. Gelingen sie dir? Immer. Gut. Also ich sage das nicht, weil ich hier gerade mit dir stehe. Ich meine das also, gut ernst. Also, ich bitte drum. Was ich noch voll oft mache, sind Suppen. Also bei uns gibt es jedes Mal eine neue Suppe. Nicht immer heller, heller, heller. Heller am ersten, letzten Tag. Ist, glaube ich, bei jedem so. Die erste Woche heller, weil es ja, noch gut schmeckt. Ne? Heller verbinden wir ja viel mit Ramadan. So, und, ja, die meisten essen, glaube ich, heller auch nur über die Ramadan-Zeit. Ja. Ne? Okay, geschafft. Und jetzt zerstampfen alles. Das könnt ihr aber auch hier mit einer Gabel machen. Es geht genauso gut wie hier mit einem Messer. Also so weich ist die Aubergine, dass es eigentlich hier ganz locker geht. Die Aubergine lasse ich jetzt noch ganz kurz abkühlen, ganz leicht. Aber meine Joghurtsoße bereite ich schon mal vor. Eine Knoblauchzehe einfach hineinreiben. Und ich habe hier stichfesten Joghurt. Salz. Für meinen Geschmack wenig Minze und etwas Olivenöl. So. Das menge ich jetzt hier einmal gut durch. So, jetzt die Aubergine hinzufügen und unterheben. Meine Auberginencreme ist fertig. Das Fleisch werde ich jetzt in meiner Gusseisenpfanne von allen Seiten schön kross anbraten. Etwas Öl hinein. Und ich mache das in 2 Etappen, in 2 Schritten. Gebe da zunächst mal die Hälfte rein, damit nicht so viel Wasser gezogen wird.
Meine Suppe ist fertig und ich sage euch, Leute, es duftet herrlich. In diesem Schritt werde ich hier jetzt noch einmal schön fein pürieren und dann nachher schön verfeinern. Ich habe ja gerade gesagt, die Suppe hat Charakter. Also haben wir hier den Kreuzkümmel, die frische von der Zitrone. Da gebe ich gebe da meistens so den Saft von einer halben Zitrone. Abschmecken könnt ihr immer noch mit Salz und Pfeffer. Ein bisschen von der getrockneten Minze mit hinzufügen, weil ich werde da gleich noch mal etwas fürs Topping vorbereiten. Ein halber Teelöffel reicht da vollkommen aus. Das Dessert ist fertig. Ich bin super zufrieden damit. Und schaut euch das hier mal bitte an. Schaut euch mal diesen Querschnitt. Die Füllung kann man super sehen. Die Blätter sind noch richtig feucht, eigentlich so wie das sein muss. Ich mache hier jetzt einmal den Taste-Test und bin super gespannt, ob das genauso gut schmeckt, wie ich das bei meinen türkischen Freunden auch so kenne. Ups, ne? Ich finde, diese Nussmischung ist gar nicht mal so übel. Also diese Mandeln mit den Walnüssen. Es gibt was her. Ich bin eigentlich jetzt super zufrieden. Also die Füllung ist jetzt nur ein bisschen anders, weil ich das eigentlich sonst immer mit Pistazien kenne. Aber ist auch eine gute Alternative. Probiert's mal aus. Alle Mengenangaben stehen hier unten in der Infobox oder auf meinem Blog unter www.atlasküche.com. Und ja, das war mein Iftar-Menü Nummer 2 aus der türkischen Küche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und ich sage bis zum nächsten Video, bleibt gesund und was sagt man? Afiyet olsun auf Türkisch. Selam aleykum.